Ich heiße euch herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr dabei seid. Dieses Video ist mal in einem anderen Format und zwar geht es um den Coronavirus. Wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört, bin ich erkältet. Wer weiß, ob das vielleicht der Coronavirus ist. Ich mache mir da nicht so viel Sorgen, denn dieser Coronavirus ist wirklich gefährlich für Menschen ab 40, 50 und weiter. Da könnte es gefährlich werden. Ich habe bis jetzt jede Erkältung gut weggesteckt und auch das werde ich verkraften. Was möchte ich mit diesem Video denn einmal sagen? Und zwar, derzeit sieht es ja sehr, sehr duster aus. Es ist, ja, man spricht derzeit sogar von der Pandemie. 5% der Weltbevölkerung sollen ja unter Quarantäne sein. Und das ist natürlich ganz stark, hat es natürlich auch China getroffen. Und der ist natürlich ein sehr, sehr großer Lieferant in alle Welt. Und derzeit gibt es sehr, sehr große Engpässe, Lieferengpässe für viele verschiedene Unternehmen. Und natürlich ist da beeinflusst das natürlich auch die Warenwirtschaft, ja, von sehr vielen Unternehmen. Und da möchte ich euch einen Gedankengang geben und zum Gedanken anregen, da eine, ja, eine positive Sache für sich zu ziehen und einen Gewinn daraus zu ziehen. Denn jede Krise oder wie Katastrophe, die derzeit herrscht, hat ja auch eine andere Seite und zwar, dass man aus dieser natürlich auch für sich positive Zwecke ziehen kann. Und da muss man sich natürlich ein bisschen Gedanken machen, wie genau man das macht. Derzeit haben wir natürlich die Firmen und Unternehmen, die Gesichtsmasken oder Desinfektionsmittel und andere Schutzmaßnahmen gegen diesen Coronavirus verkaufen, haben natürlich derzeit massive Gewinne, die sie machen. Aber auch andere Dinge kann man derzeit gut verkaufen, beziehungsweise wenn man diese schon vorher eingekauft hat, kann man natürlich diese gut verkaufen, wo andere Unternehmen Lieferengpässe haben und so gesagt die Ware nicht mehr anbieten können. Da kann man im besten Falle den Preis dominieren und natürlich höhere Preise von den Kunden verlangen, weil man derzeit vielleicht ein Monopol auf dem Markt ist. Ja. Abgesehen von der Warenwirtschaft möchte ich natürlich auch auf die Börse zu sprechen kommen, denn letzte Woche hat es ganz stark die Börse betroffen und da sind sehr, sehr viele Aktien in die Knie gegangen, wo man jetzt eine Chance ergreifen könnte, da wirklich sich gut zu positionieren, um da Gewinne zu erzielen. Ja? Das geht soweit auch in die Kryptomärkte wie den Bitcoin. Was ein großes Thema ist, natürlich das Gold, weil wir befinden uns derzeit in einer wirtschaftlichen ja, Krise, kann man sagen, und sehr, sehr heißen Lage, wo das Gold immer sehr zuverlässig war, um da wirklich Gewinne zu erzielen aufgrund dieser wirtschaftlichen Lage derzeit. Ja, so viel dazu. Vielleicht konnte ich dir da wirklich ein bisschen auf die Sprünge helfen, dir Gedanken zu machen, wie genau könntest du diese wirtschaftliche Krise derzeit für dich als Nutzen ziehen. Ja? Wenn du das vielleicht mit uns teilen möchtest, dann schreibe gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich natürlich und andere auch natürlich freuen, was man da derzeit auch machen könnte und welche Möglichkeiten es gibt. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat und ich dir wirklich ja, positive Gedanken anregen konnte, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich wünsche viel Erfolg, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.